Wenn Sie vorher den Herrn Krupp genannt haben, da habe ich mal eine lustige Geschichte erlebt. Dann hat er mir gesagt, sagen Sie mal, können Sie sich vorstellen, dass wir mit Regema bei Ihnen aufs Trikot gehen? Wenn Sie gut bezahlen, warum nicht? Irgendwann rief er mich an und sagt, Herr Hoeneß, wir machen das. Ich hatte aber noch nicht mit Adidas gesprochen. Adidas ist ja nicht unbedingt gerade happy mit den drei Streifen und dann Regema da. Also am Ende haben wir uns dann doch entschieden, Commodore zu nehmen, weil wir dem Problem Adidas aus dem Weg gehen wollten. Und dann hatte ich die Möglichkeit, dem Herrn Krupp einen Brief zu schreiben. Ich hätte ihn anrufen können. Nein, ich, Idiot, habe mich dafür entschieden, ihn zu besuchen und ihm das persönlich beizubringen. Er hat uns empfangen. Er war offensichtlich der Meinung, wir unterschreiben jetzt den Vertrag. Wir haben uns ja jetzt entschieden, dass wir jetzt mit Bayern München 3 Jahre zusammenarbeiten. Herr Krupp, ich glaube, da gibt es ein kleines Missverständnis. Wir sind eigentlich nicht gekommen, um den Vertrag zu unterschreiben, sondern Ihnen mitzuteilen, dass wir das nicht machen können. Da hat er gedacht, wir sind verrückt. Als er beim dritten Mal gemerkt hat, dass ich es ernst meine, hat er gesagt, Sie meinen das wirklich ernst? Ja, dann hat er gesagt, raus! Ich möchte Sie nie mehr sehen!